Howdy und hallo, liebe Freunde, willkommen zurück bei Skyrim. So, ich habe mir jetzt mal das Feuer ausgerüstet und wir gucken mal, wie wir das jetzt schaffen hier, die Scheiße. So, jetzt muss ich gleich mal wieder Schlösser knacken hier. So. Ach, fuck. Nein, noch nicht. Nein. Nein. Ach, Mann, du willst mich doch rollen oder was? Geht doch. So, da war nichts drinne. Da war auch noch eine Tür, sehe ich gerade. So, das haben wir auch. So, verbessert auf 16, ne? Ja, guck. So, jetzt plündern wir erstmal das Skelett aus. Knochenmehl. Dann haben wir hier noch ein bisschen Knete. Was haben wir hier? Nix. Scheinbar nein. So, wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier ein bisschen gerafft kriegen. Das Skelett durchsuchen, Knochen. So, wenn das hier so ein bisschen klackert, das kommt von meinem Controller. Übrigens, so ganz nebenbei. Aber das werdet ihr wohl schon gedacht haben. Ja, deswegen lasse ich euch jetzt auch vorlaufen. Nein, wollte ich gar nicht. Weg! Hier entlang. Besser hier unten als da draußen. Ja, dann geh mal vor. Hehe. Autsch. Ui. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Lass mich nachdenken. Komm schon! Sag mal, trifft der auch mal was oder was ist hier los? Oh, hoppsa. Das war ja ein super Plan. Sehen wir mal, ob wir einen Weg hier herausfinden können. Ja, wenn du nicht durchs Feuer läufst, dann bestimmt. So, das hat ja einigermaßen geklappt. Der hat einen Bogen hier, ne? Einen Bogen sollte ich mir vielleicht auch mal mitnehmen. Ein Pelzschild. Ein Eisenpfeil nehmen wir mal mit. Kriegsaxt, das ist die, die ich sowieso schon habe. Da. Ich könnte da rein theoretisch. Rein theoretisch könnte ich mir so ein Schild mal mitnehmen, vielleicht, ne? Langbogen habe ich. Ach so, wollte ich gar nicht. Es sieht so aus. Mal sehen, wo das hier hinführt. Oh, ich kann Taschendiebstahl machen, geil. Aber nicht bei dem, glaube ich. Oh, Tageslicht. Ich habe den Dings noch gar nicht durchsucht, fällt mir gerade so ein. Achso, der schlägt dann automatisch zu. Wollte ich gar nicht.
Könnte nicht auch mal irgendwie laufen, schneller laufen? Also. Hier ist doch irgendwo der Folterknecht gestorben. Außerdem habe ich die hier noch gar nicht gelootet hier. Was? Eisenschwert, das ist so eins, was ich eh schon hab. Der Folterknecht. Ein Eisenstreitkolben, aber der ist, glaube ich, nicht so schnell. Oh, Armschienen haben wir noch nicht. Der Kriegshammer war, glaube ich, auch lahmarschig. Ja. Egal. Huch. Ach, ich wollte nicht schießen. Ups. Entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Ich möchte bei dir keinen Taschendiebstahl machen. Da haut mich. Ich bin doch da. Was willst du denn? Was schreist du denn so? Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Wäre vielleicht nicht schlecht, aber erstmal Skelett plündern, ne? Hier hindurch führt ein Weg nach draußen. Ja, ist ja gut. Ich bin ja da. Es ist ja gut. Wir sind ja hier. Wir machen das schon, nicht? Gucken wir mal. So, laufe, laufe, mein Freund. Schleichen verbessern. Ich schleiche die ganze Zeit. Ach du Scheiße, ne? Das hat ja noch gefehlt. Was kommt denn jetzt noch? Riesenschlangen? Frostgift. Ja, nehmen wir mal mit. Ich glaube, ich gehe doch tatsächlich eher auf Fernkämpfer, oder? Ech, guck dir das an. Huch. Eibeutel. Spinnenei. Was will ich mit dem Spinnenei? Jetzt habe ich ein Spinnenei in der Tasche. Na super. Nee, warte mal kurz. Entkomme aus Helgen. Ja, okay. Machen wir. Hier entlang scheint es richtig zu sein. Jo. Ich will keinen Taschendiebstahl machen. Verdammte Tat. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. So. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Nö, du stehst im Weg. Möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Ist ja super. Wo lang muss ich denn? Ganz sachte. Uah,
denke, die hat uns gesehen. Das Viech kommt uns jetzt nicht hinterher, nein. Ey. Ah. Jetzt habe ich die Kriegsachse in der Hand. Wie ich das nur schon wieder gemacht habe. Das wollte ich aber gar nicht. Deswegen werde ich das nochmal wieder umändern. So. Das wollte ich haben. Huch, hoppsa. Jetzt will ich mal wissen, wie man laufen kann, bitteschön. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Yeah, wir haben es geschafft. Super. Endlich! Wartet! Huch! Wo ist er denn? Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Nein. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Elegante Wendung, junger Mann. Ja. Dann gehen wir mal zum Flusswald. Was ist denn noch? Darf ich hier mal ein bisschen gucken, sag mal? Ich denke, wir wollten uns aufteilen. Du wolltest doch gar nicht mit mir. Naja. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist Josie der Einzige, der sie aufhalten kann. Schau sie ab jetzt! Ab jetzt! So, kurz mal die Katze reinlassen. Wo soll ich jetzt hingehen? Nach Flusswald. Oh, okay. Alles klar. Wo ist er jetzt hingelaufen? Man weiß es nicht. Okay, jetzt schleiche ich. Okay, hier ist irgend so ein Stein, glaube ich. Ich laufe schon wieder durch die Gegend und mache wieder irgendeine andere Scheiße, die ich gar nicht machen soll, ne? Ups. Ups. Ich gehe mal wieder. Lö, 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 lö. Wo ist er jetzt hin? Weitergelaufen oder was? Bin doch hier nicht richtig, oder?
Ach so, da sind die Dinger. Ein Wächterstein entdeckt. Hey. Was mache ich jetzt mit dem Wächterstein? Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten von... Okay. Abbrechen. Das ist wahrscheinlich Kriegs, genau. Ja, wunderbar. Und das hier ist der Diebstein. Ja. Was nehme ich denn jetzt erstmal? Erstmal Magier? Ja. Ich nehme erstmal Magier. Okay. Ja, ich nehme erstmal Magier. Ist ja auch Wurst. Könnte man ja, glaube ich, sowieso noch ändern. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, das Problem. Hier ist gar kein Weg. Wo ist denn der Vogel jetzt? Jetzt ist er weggelaufen, ne? Ist ja wieder typisch. Flusswald. Doch. Also doch darunter. Das ist immer ein bisschen verwirrend hier, das Ganze. Wieder Kräuterhexe spielen. Alles aufsammeln, was geht. Ach ja. Ist das schön. Es wird dunkel, wa? Ach du Scheiße. Jetzt muss ich auch noch mich beeilen hier. Wo muss ich jetzt lang? Dahin? Ne, da, ne? Stehen so viele Blumen am Wegesrand, aber ich kann gar nicht allein sammeln. Ja, das hat noch gefehlt. Das hat noch gefehlt. Jetzt kommen auch noch Wölfe oder was? Aua! Ey, Wölfe greifen Menschen nicht an, die sind viel zu scheu. Halt! An? Wo ist Pelz? Ey, die sagen immer, alle Wölfe greifen keine Menschen an, die sind viel zu scheu. Und was ist? Wie habe ich jetzt bitte schon diese Perspektive geändert? Das war ja mal eine komische Ansicht hier. Also geht das irgendwie ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, ne? Da ist Flusswald. Wir haben es geschafft. Mehr schlecht wie recht, aber wir haben es geschafft. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören.
Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Ja, genau. So, aber wie es hier in Flusswald weitergeht, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Cheerio!